Tut mir leid für den Schauspieler, aber finde ich sehr lustig. Das war's jetzt schon? Große Musical-Produktionen, die spielen ja über Jahre und die spielen jede Woche mindestens 8 Mal und dass da in den ganzen Jahren, in den ganzen Aufführungen nicht immer alles so gut laufen muss unbedingt. Das wisst ihr ja und deswegen, es gibt so unglaublich viele Musical-Pannen und ja. Denkst du jetzt gerade schon an eine? Ich hab noch gar nicht fertig. Mach weiter. Die Flasche leer, oder? Also, es gibt so viele Musical-Pannen und wir möchten euch jetzt über unsere lustigsten Erlebnisse berichten in Musical-Häusern. Aber fang du mal an. Also, ich fange mal an mit einer kleinen Panne. Und zwar jedes Mal, wenn ich Tanz der Vampire gesehen habe und ich habe es in Stuttgart 2 oder 3 Mal gesehen und dann diese Tourversion, die jetzt gerade in München war und jetzt in Hamburg, beziehungsweise München, Stuttgart, Hamburg, jedes Mal, wenn die Knoblauch singen und diese Dinger wedeln, dann ist eins von diesen Knoblauchzehen abgefallen. Ich weiß nicht warum, aber jedes Mal, wenn Soll das vielleicht so sein? Nein, bestimmt nicht. Aber die haben diese Knoblauch-Dinger, die wie so Seile sind. Und jedes Mal fetzt eins von diesen Dingern weg. Finde ich sehr lustig. Und, wo wir gerade bei Tanz der Vampire sind, das habe ich nicht erlebt, aber ein guter Freund von mir hat es mal erzählt. Und zwar war er bei Tanz der Vampire in Hamburg. Und da ist es ja so, dass die im Stück diese Gänge runterkommen. Und in der Neuen Flora ist es so, dass da diese Absperrpfosten sind an der Seite und da sind so dicke Knäufe drauf. Ja, die haben wir gesehen. Und da gibt es ja diesen Moment, wo die Vampire sich umdrehen und die Leute dann so erschrecken. Und da ist wohl jemand mit seinem Gebiss voll auf diesen Knauf draufgekommen und hatte dann, da war echtes Blut im Spiel. Also der hat wirklich sich die Zähne rausgeschlagen an diesem Knauf, weil er das nicht gesehen hat im Dunkeln, als er sich umgedreht hat. Also es tut mir leid für den Schauspieler, aber finde ich sehr lustig. Das war's jetzt schon? Nein, ich habe noch mehr Pannen, aber jetzt erzähl du mal, was du für eine hast. Also für mich ist die große Problematik, dass ich in 99% der Fälle überhaupt gar nicht mitbekomme, wenn irgendeine Panne ist. Weil du sagst dann immer dann danach, oh, hast du gesehen, wie dieses Bühnenbild nicht genau von links reingefahren wurde? Also das einzige Mal, dass ich jetzt wirklich aktiv eine Panne gesehen habe, also wenn wir mal das Ausblenden von... Dieses Mikrofon war an und nicht aus. Also ich glaube, das haben wir schon... Also ich weiß nicht, wie viele 100 Mal wir das schon erlebt haben. Manchmal schläft der Tontechniker. Aber auch bei großen Produktionen, das ist das Schlimme. Ja, also nicht nur bei den kleinen. Der Tontechniker. Aber die schlafen häufiger. Wenn man das mal ausklammert, weil das schon so häufig vorgekommen ist, das wird euch wahrscheinlich auch so häufig vorgekommen sein. Einmal habe ich es nur gemerkt, wirklich. Einmal war es so krass, dass selbst ich in meinem Musical-Modus, also dieses, ich schaue jetzt nur, dass ich es gesehen habe. Das war bei Addams Family. Addams Family, hast du auch gesehen? Uwe Kröger? Was mit Uwe Kröger? Wo er wahrscheinlich sein Handy in der Tasche hat und dann hat das Handy vibriert. Also es muss Uwe Kröger gewesen sein, weil er war derjenige, der gerade auf der Bühne stand. Das war die zweite Panne an dieser, die habe ich vergessen. Die erste Panne war... mit der Tür und dem Schatten? Welche Tür? Das weißt du auch nicht mehr. Bei Addams Family sind so viele Pannen passiert. Da, die haben von hinten so eine Projektion auf die Leinwand und da hat man hinten gesehen, weil sie da standen Leute so halb in diesem Beamerlicht drinne und haben sich dann warm getanzt. Stimmt, das waren, ich meine den anderen. Ja, erzähl du weiter. Achso, ja, ich weiß, was du meinst. Jetzt lass ich doch. Das mit dem Haus. Ja, also dieses Haus musste man mit der Hand eben verschieben und die Darsteller waren da zu Gang und haben dann eben, also nicht die Bühnentechniker, sondern wirklich Darsteller haben das hin und her geschoben und so bei einer Szene haben sie es eben, also das hat man von relativ weitem schon gesehen, dass sie es viel weit nach links geschoben haben und man hat schon gemerkt, irgendwie war das Licht dann falsch und auf einmal ist so der Vorhang zugegangen, so 20 Sekunden. Und dann haben sie ihn so... Ja, man hat wirklich gemerkt, wie sie gewerkelt haben. Und dann alle sind gekommen, haben dann das wieder rumgeschoben. Und dann ist auch komplette Stille und alle dachten sich so, oh Gott, was ist denn jetzt los? Und dann ging der Vorhang wieder auf und es ging erst weiter. Also dieses Level muss es für mich haben, dass ich es wirklich aktiv mitbekomme. Ich muss an dieser Stelle auch mal ein großes Lob an die ganzen Darsteller aussprechen, die es immer wieder schaffen, selbst wenn eine Panne auf der Bühne passiert, zum Beispiel das auch bei Tanz der Vampire mal passiert, da stellen die doch am Schluss auch so 2 Kerzenleuchtern, so ein Kreuz hin. Und irgendwann mal ist es umgeflogen und der Graf hat dann quasi diesen Kokol darauf aufmerksam gemacht, er möge es doch wieder hinstellen. Und es ist nicht aufgefallen, also klar, die Hälfte des Saals, weil da wahrscheinlich diese Hardcore-Tanz-Vampire-Fans drin saßen, die haben es wahrscheinlich gemerkt. Aber großes Lob an die Darsteller, die es immer wieder schaffen, selbst Pannen
selbst bei Pannen nicht aus der Rolle zu fallen. Das finde ich. Man könnte meinen, du schaust nur Tanz der Vampire die ganze Zeit. Nein, an. Aber bei Tanz der Vampire passiert halt unglaublich viel. Und für mich eine der schönsten Pannen, was also es ist nicht wirklich eine Panne, aber es war folgendermaßen. Ich war in London bei Wicked und Idina Menzel hat damals noch Elphaba gespielt. The one and only. The one and only Idina Menzel. Und ich hatte die Karten schon seit einem halben Jahr und habe mich gefreut, oh, Idina Menzel spielt. Und dann hat sie auch gespielt und dann zwischen One Short Day und Defying Gravity, also kurz vor diesem wichtigen Hauptlied, ging auf einmal der Vorhang zu. Und das ganze Publikum dachte schon, ach ja, Pause. Mhm. Dann kam aber dieser Direktor raus und hat gemeint, es tut ihm leid. Idina Menzel ist leider krank. Also die hat gerade noch gespielt, aber man hat es schon ein bisschen gehört. In den hohen Tönen hat die Stimme so ein bisschen gekratzt. Also jetzt die Defying Gravity hat es nicht mehr mitgemacht. Nein, sie hat die Defying Gravity dann nicht mehr gesungen. Hat gesagt, es tut mir leid, die Idina Menzel, der geht's nicht so gut. Er hat auch gesagt, er hat nicht Idina Menzel gesagt, er hat gesagt, the girl who played the Green Witch. Weil er hätte auch Idina Menzel sagen können. Ja, aber die wissen das doch alle nicht. 99% kennen doch nicht die Darsteller. Da. Ja, auf jeden Fall habe ich dann die allererste Show von Carrie Ellis in London gesehen. Die war nämlich bis dahin nur Standby und hat noch kein einziges Mal als Elphaba auf der Bühne gestanden und habe dann quasi ist quasi direkt reingekommen, 10 Minuten bevor Defying Gravity losging. Das heißt, sie hat sich schnell umgezogen, geschminkt und so weiter. Ach, die war im Ensemble, oder? Die saß quasi die ganze Zeit hinten, sprungbereit, falls irgendjemand ausfällt. Haben weißt die immer so? Da jemanden sitzen? Anscheinend, also ja. In so einer kleinen Kiste oder ich so, die macht man dann auf und da steht nicht. Jemand so drin mit so einem kleinen Fernseher und mit so vielleicht haben sie die auch angerufen währenddessen und haben gesagt, komm bitte schnell, der Idina geht's nicht gut, komm vorbei. Und da habe ich quasi das allererste... Die schafft's nicht mehr zu schweben heute. Jedenfalls habe ich das allererste Defying Gravity von Carrie Ellis gesehen und sie hat dann auch den zweiten Akt komplett gespielt und es war grandios. Es war echt, echt toll. Also, wenn ich das mal so vergleiche mit dem, was ich immer so im Internet lese, uns ist wirklich erstaunlich wenig passiert. Also so viel Zeug, wie wir schon angeschaut haben, aber wir haben relativ wenig jetzt darüber zu berichten. Oh, was? Ich war bei der Premiere von Drei Musketiere und hat die ganze Zeit, das habe ich aber von meinem Platz aus nicht gesehen, weil ich zu weit rechts saß, bei Drei Musketiere ist es so, dass die hinten eine komplette Wand haben, wo so Beamer-Sachen drauf sind, also so Projektionen. Und das machen die wohl mit mehreren Beamern und der Beamer ganz links ist ausgefallen. Das heißt, ganz links war nie ein Bild zu sehen, aber das hat mich überhaupt nicht gestört, weil ich sowieso auf der ganz linken Seite saß und habe das dann auch nicht gesehen, aber es war wohl so, dass der komplette erste Akt dieser Beamer nicht funktioniert hat. Hatten wir bei Mozart übrigens auch, da ist auch ein Beamer, da ist die Lampe verreckt. In Wien? In Wien. Das war unten rechts. Die haben 4 Beamer und unten rechts ist die Lampe verreckt. Das weiß ich nicht mehr. Also, auf was du alles achtest, mein Gott. Das weiß ich nicht mehr. Ja, aber wie gesagt, also bei mir muss es ganz krass sein. Da muss er das Stück in eine Minute aufhören. Also so ein Showbreak oder so ein Touchdown, wie heißt denn das? Showstop? Touchdown ist Showstop. Denkst du schon an einen Flug nach New York? Ja. Showstop hatten wir echt wenig. Ja, aber wenn ihr schon mal Showstops erlebt habt oder coole oder andere lustige Pannen mit Beweismaterial zwischen. Nein. Kommentiert gerne unter unseren Kommentar. Das war jetzt unter unseren Kommentar? Ja, ja. Also hier unten halt. Einfach kommentiert, wir freuen uns über jeden Kommentar von euch und freuen uns. Was? Ja. Wir freuen uns, ja klar, sonst würden wir... Ja, ja, und wir freuen uns auch über so viele Sachen, die wir dann auch irgendwann mal wieder zusammen machen und dann ein neues Video draus machen aus euren Erlebnissen. Und wenn ihr kommentiert habt, dann direkt nach oben klicken und zu abonnieren. Liken. Dann habt ihr noch viel... abonnieren heißt das, ne? Nochmal, liken ist Facebook. Da ist auch der Link da könnt ihr uns auch liken. Aber abonnieren ist YouTube. Bei YouTube. Dankeschön. Abonniert uns einfach, danke.